Ist die neu gestartet? Ja. Ist neu gestartet, die Aufnahme. Deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bioshock. Ich drücke auf X, dann geht das da weiter, dann drücke ich da auf X, dann geht das da auch weiter. Genau, die Folge beginnt mit einem Big Daddy. Ist das mein erster Big Daddy? Anscheinend. Bei uns sind alle fällig für panzerbrechende Munition. Das wusste ich schon. Oh, guck mal, das ist ein Actionfoto. Ja, Mann. Die Little Sister auch noch mitgenommen. Gar kein Problem. Also ein paar Fotos machen. Die spannendsten. Das spannendste Feature in diesem Spiel. Die verkackten Fotos. Okay, ich kann es einfach abbrechen. Geil. Das wusste ich nicht. Ranch Jockey 2. Wir hatten ja schon mal Ranch Jockey 1. Ich hänge fest. Ich hänge nicht fest, ich werde angegriffen. Das ist ein Unterschied. Die hatte ich auch noch. Das ist okay. Doppelt so viel. Die Nutrition 3. Okay, krass. Sag mal, ich meine, ich nehme es ja, so ist nicht, aber... Junge, jetzt reicht's. Okay, cool. Nein, ich bin tot, ich habe in dem Moment Kreis gedrückt, wo ich starb. Wo ist denn die nächste Vita-Chamber? Die müsste ja eigentlich im Grunde um die Ecke sein, ja. Okay, fix hochgeheilt, nachgeloadet. So, warte, hier ist Poseidon, das heißt, wir müssen hier... Da ist die Sister, au. Guck mal, das ist aber ein schicker Daddy, oder? Okay, den haben wir wirklich komplett. Den haben wir komplett. Das heißt, ich gehe jetzt auf dich mit Splittergranaten. Und zwar Hardcore, Marathon. Warte, nee, erst setzen wir hier eine Kontaktmine hin, damit er da gleich reinrennt. Oh, oh. Nummer 1. Nummer 2. Dann wird er beschossen. Und die anderen beiden gehen mit hoch. Wie dumm ist das denn? Und ich bin direkt tot. Ne, ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Ja, haut rein. Habe ich überhaupt irgendwelche Nachteile davon, wenn ich sterbe? Ich sehe kein Geld verlieren oder irgendwas. Wo seid ihr? Da ist die Sister. Wärme suchend. Finde ich interessant bei einem Daddy. Wir nutzen einfach mal. Funktioniert. Wäre doch mal wieder Zeit. So, wo ist sie? Da ist sie und sie rennt da rein. Alles klar. Nee, warte, die bringen das ja nicht dahin. Die bringen das jetzt zu dem... Wie heißt das Ding? Garden irgendwas? Der nächste war doch hier irgendwo bei der Vita Chamber. Da ist das Poseidon-Ding. Hier ist die Vita Chamber. Da ist das Teil, genau. Soll man einer sagen, ich hätte keine Orientierung. 200 Adam, Hypnosis 2, was natürlich ganz nett ist. Achso, es wird sogar direkt ausgetauscht. Alles klar, so, pass auf. Wir werden erstmal einen Plasmid-Slot kaufen. Damit haben wir alle frei. Ich habe aber kein Plasmid mehr. Das ist okay. Dann nehmen wir uns ein Gesundheitsupgrade, weil ich möchte ganz gerne ein bisschen mehr Gesundheit. Danke. Und jetzt suchen wir uns ein schönes Plasmid aus. Was war das nochmal? Das ist irrelevant zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind. Schaden zufügen, verringert physischen Schaden. Finde ich eigentlich ganz geil. Habe ich aber, glaube ich, keinen Platz für. Benutzen wir, also kaufen wir trotzdem.
So, ja, dann tauschen wir das damit aus. Braucht kein Mensch. Wir haben noch 120. Dann nehmen wir noch eine Körpertunika. Und stellen fest. Ah, da ist das Zeug. Okay. Da. Alles klar. Das sieht doch gut aus. So, okay. Also, wir haben zwei der Kunstwerke vollendet. Fehlen uns noch zwei. Wenn wir auf die Karte gucken. Oh. Kopfhörer und Namen namens Rapture Records, den du oben im Poseidon Plaza findest. Genau, okay, gut. Das dachte ich mir fast, dass wir da jetzt nämlich doch durch müssen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich in der letzten Folge einmal kurz durchs Plaza durch bin, weil da ja noch eine Tür offen war und dann oh no oder irgendwie sowas sagte und zurückging. Denn ich erinnere mich daran, dass es hier stressig wird. Genau, alles klar. So, okay. Dann würde ich erstmal sagen, hacken wir erstmal das Ding hier weg. Den geradeaus und sparen wir uns schon mal ein bisschen was weg. Machst du den bitte und dann machst du den bitte und dann können wir den nämlich schon mal. Oh nö. Warte, oh no, no, wo ist der da? Nein. Oh, nein. Der fucking Cursor bewegt sich nicht. So. Oh, jetzt wird stressig. Jetzt wird stressig. Warte, 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 warte. Den da hoch, den da hin, den da hin, den da hin. Hier bitte. Ne, kann ja keiner vor sein. Okay, okay, okay. Ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Alles klar, kein Problem. Warte, warte, da, den. Setzen wir schon mal da hin. So, noch so einen finden, 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 noch so einen finden. Ein Graden. Come on, da. Alter, ich muss mir gleich unbedingt was anderes anziehen. Ich bleibe ständig hängen, wenn ich mir an der Nase kratzen will. So, ein Autohacker. 60. Okay, wir benutzen den zu häufig, habe ich das Gefühl. Also ich benutze ihn zu häufig. Gut, das Ding ist jetzt erstmal gehackt. Das ist schon mal viel wert. Dann hacke ich den. Allerdings mit dem Autohacker, weil ich da jetzt keinen Bock drauf habe. Habe ich gerade gesagt, dass ich den zu oft benutze? Ist egal. Alles klar, dann haben wir hier den Autohacker. Den können wir nämlich jetzt einfach mal eben fertig craften. Das benutze ich ja sonst nie. Davon ein bisschen was, davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Und dann haben wir erstmal genug. Und war das eine Sister, die ich da gerade gehört habe? Ich will die meinen Daddy zu hören. Yep, eindeutig. Hier müsste auch der. Ne, hier ist Tobacco. Okay, Tobacco. Tobacco. Wo ist der Daddy? Der ist oben, oder nicht? Sinclair Spirits? Nee, nee. Da ist der Dings. Warte. Fix die Fotos machen. Ich weiß gar nicht, ob wir von der Sister schon alle Fotos haben. Sieht fast so aus. Okay. So, wie machen wir es jetzt am schleusten? Ich habe nur noch die Wärmesuchenden für den. Bei dem bin ich mir immer nicht so sicher. So, damit ist er erstmal gefreezed. Und ich, panzerbrechend ist ja ganz gut für den, ne? So, wir haben 134 Schuss panzerbrechend für die MG. Gönn ihm! Ach, hat echt einen fucking Splicer hinter mir, Alter. Das ist so cool, wie schnell die sein können, einfach. Nein, 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 nein. Kann man das wegdrücken eigentlich? Nee. Hier ist ein Gegner. Haben wir die Spider-Splicers noch? Nicht komplett, okay. Das war meine Frage. Danke für die Antwort. Okay, so. Shotgun to the head. Funktioniert wahre Wunder. Wer schreit da jetzt schon wieder? Ist das hier Records? Ja, guck mal, das ist doch gut. Rapture Records. Wir haben normales Schrot ausgewählt. Du bist der, den ich da gerade gejagt habe.
Da. Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen, wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal, wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Ich finde, sie hat das sehr schön vorgetragen. So, okay, Grammophon. Nee, warte. Ich erinnere mich an das hier alles. Das war alles nicht so einfach. Bleib ein bisschen bei meinen Kätzchen, Fielzer! Halt die Schnauze, Alter. Wo war denn das? Wir mussten hier irgendwo... Wir kommen ja jetzt nicht einfach wieder hoch. Ach, du bist ein Kätzchen. Noch mehr Kätzchen. Kommt ihr noch mit? Ich hatte ja gerade zu Beginn so ein bisschen Bedenken, was die Let's Play-Qualität dieses Spiels angeht. Besonders in meinem Spielstil und mit der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Du hast meine ganzen Babys umgebracht. Hast du gut erkannt. Wie ihr vielleicht merkt, ist das mittlerweile weg. Dieses Gefühl, dieser Zweifel. Du bist ein normaler Spider-Splicer? Okay. Du bist der Typ, der Spider. Du flatterst durch das Fuhr, löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gewartet. Er war ein ganz Hier war doch irgendwo so ein Ding. Hier war doch irgendwo so ein Ding. Ich renne garantiert in... Ich hatte gerade eine 50-50 Chance. Ich renne garantiert in die falsche Richtung. Hi. Na, wieder 6 Sekunden. Die halten wir noch aus. So, drittes Foto. So, die Houdinis haben wir, glaube ich, noch nicht komplett, deswegen machen wir die noch schnell. Das müsste es eigentlich sein. Ach, keine Bilder mehr, okay. Okay, ich kann dich aus der Distanz töten. Du Sauratte. Dann geht die Munition aus.
Herzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Okay. Dann sei dir verziehen. Hey, ich meine, ist nichts passiert. Von daher, ich habe nur etliche Munition verballert, aber ansonsten alles tut die. Mein stahlsinniger Freund. Alles klar, letztes Foto. Haben wir einen Tipp? Warte. Ich glaube dahin zurück, genau. Poseidon Plaza. Ich habe auch noch einen Daddy da gesehen, deswegen machen wir uns dahin auf den Weg. Ich weiß, wie verwirrt ich war bei den ersten Durchgängen hier. Weil ich es nicht gerafft habe, wo ich hin muss. Du kriegst ja keinen Pfeil. Ich verstehe auch nicht, warum sie einem keinen Pfeil geben. Also man muss halt wirklich, entweder muss man aufpassen, was schon mal schwierig ist, oder man muss ab und zu mal gucken, dass man weiß, wo die Tipps sind. So. Also, hier hinten war noch ein Daddy. Und uns fehlt ja auch, genau, da ist der Daddy. Uns fehlt ja auch noch eine Sister. Hat er die dabei? Sieht nicht so aus. Aber er kommt doch gerade von einem Schlupfloch. Wieso? Wo ist er? Ist tatsächlich so ein Schuss mit der Antiperson und die sind down. So, Daddy, wie sieht's aus? Findest du noch eine Assist? Sollte das so? War das Absicht? Blinken da hinten. Ist das was Wichtiges? Ja. Schätzchen, warum hast du mich gestrichen? Warum? Pass auf, Mutti, hier. Der Daddy ist hier schon mit bewusst, ne? Und Houdini. Hatten wir die Houdinis jetzt alle? Ich weiß es nicht mehr. Bye. Okay, bye. So, er holt die nächste Sister. Ich habe keinen Film. Hier war aber gerade ein Zirkus der Werte, habe ich gehört. Wo ist das? Ich bin auch soweit. Ich will euch nur kurz fotografieren. Ich finde das schön, wie ihr hier da so rumlungert. Hier ganz hinten war ein Zirkus der Werte. Den hatte ich doch schon gehackt, ne? Genau. Aber es gibt keinen Film. Okay. Hier war irgendwo ein Juvent. Da ist Munition. Kann man da Film kaufen? Nein. Ja, muchas gracias, señor. Por favor, Juvent. Da ist er. Gibt's hier einen Film? Nein. Wieso gibt's denn keinen Film mehr? Na gut, dann müssen wir ihn einfach so killen. Nutzt ja nix. Wo ist er? Wo seid ihr? Seid ihr hier rein? In Eve's Garden? Das sieht für mich ja von außen nach so einem Strip-Lokal aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, da mit einer Little Sister reinzurennen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde dir widersprechen, aber who am I, right? Ich hänge ein bisschen. Darf ich? Ich muss ganz kurz mal hier... Ui! Der Bubbles. Chill mal dein Leben. Deine Basis. Alles. Einen noch. Komm. Ja, das ist korrekt. Deswegen kannst du dich jetzt erstmal verpissen. Und wir werden in der nächsten Folge das letzte Bild machen. Damit Xander Cohen sein... Ach komm. Meisterwerk vollenden und ihn damit hoffentlich so zufriedenstellen, dass er uns... war das ein Schlüssel? Dass er uns auf jeden Fall zu Ryan führt. Damit wir den ganzen Käse hier mal beenden können. Und vor allem Rapture mal langsam hier ein bisschen dem Erdboden gleich machen können. Weil irgendwie kann das ja nicht sein.
Das war ein Experiment hier, Rapture. Und man muss einsehen, wenn etwas nicht funktioniert hat und ist dann... War das richtig? Ja. Und dann auch irgendwann sagen können, okay, gut. Wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Wir werden es beenden an dieser Stelle, bevor es noch sehr viel schlimmer wird. Genau das ist der Grund, warum ich die Folge beende. Danke fürs Zusehen, wieder schon reingekommen. Bis zum nächsten Mal. Wärst du so freundlich, ein Like da zu lassen? Ciao.